Hast du bei der Buchhaltung oder genauer gesagt bei der Umsatzsteuer das Gefühl, dass du irgendwie immer in Vorleistung gehst, dass du Geld an das Finanzamt abführst, obwohl du das noch gar nicht bekommen hast? Das kann durchaus sein. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann ist die Chance nicht ganz klein, dass du, ich würde mal sagen, deine Einstellungen oder deine Anmeldung beim Finanzamt falsch gemacht hast. Und zwar gibt es die sogenannte Sollversteuerung und die sogenannte Istversteuerung. Und in diesem Video schauen wir uns einmal an, was das eigentlich ist, was der Unterschied ist und wie du davon profitieren kannst. Und zwar, normalerweise gilt in Deutschland die Sollversteuerung. Das ist so die Grundeinstellung, um es mal so zu sagen. Und die Sollversteuerung sagt, dass man die Umsatzsteuer für eine Leistung dann abführen muss, wenn man die Leistung ausgeführt hat. Zugegebenermaßen, so genau bucht das nahezu kein Buchhalter auf dieser Welt. Sondern ganz, ganz häufig wird dann einfach davon ausgegangen, dass das Rechnungsdatum gleich dem Leistungsdatum ist und dann führt man die Umsatzsteuer ab, wenn man die Rechnung geschrieben hat. Das heißt, zum Zeitpunkt des Verschickens der Rechnung entsteht schon die Umsatzsteuer und ich muss dann diese Umsatzsteuer zahlen. Und nicht dann, wenn ich das Geld bekomme. Das kann ja unter Umständen in einigen Geschäftsmodellen weit auseinanderliegen. Nicht bei allen Geschäftsmodellen. Wenn du zum Beispiel einen Online-Shop betreibst und die Leute ja erst bezahlen und du danach quasi eine Rechnung erstellst, dann hast du dieses Problem gar nicht. Es gibt aber Geschäftsmodelle, da fällt quasi Leistungsdatum, Rechnungsdatum und das Zahldatum weit auseinander. Ich habe früher als Steuerfachangestellter in der Steuerkanzlei mal die Buchhaltung gemacht für einen Architekten. Dieser Architekt hat vor allem für öffentliche Bauträger gearbeitet und der hatte sehr hohe Rechnungen. Der hatte nicht viele Kunden, aber wenn er einen Kunden hatte und ein Projekt hatte, dann hat er sehr hohe Rechnungen geschrieben. Gehen wir mal davon aus, der arbeitet und schreibt irgendwann eine Rechnung über 100.000 Euro. Und wie das so ist bei öffentlichen Auftraggebern, da dauert die Zahlung in der Regel ein bisschen länger als 14 Tage oder 30 Tage. Der hat in der Regel tatsächlich sein Geld erst nach einem halben Jahr bekommen. Und da ist das natürlich ein Riesenunterschied, ob ich das Geld dann bezahlen muss, wenn ich die Rechnung schreibe, oder erst dann bezahlen muss, wenn ich das Geld bekommen habe. Und dieser Unterschied heißt Sollversteuerung oder Istversteuerung. Und die Sollversteuerung bedeutet, du zahlst die Umsatzsteuer dann, wenn du die Rechnung geschrieben hast. Das wird auch vereinbarte Entgelte genannt. Also nach vereinbarten Entgelten und Sollversteuerung und Zahlung der Umsatzsteuer zum Rechnungszeitpunkt, das ist quasi alles eins. Und natürlich nicht exakt zu dem Zeitpunkt, wo du die Rechnung schreibst, sondern in dem Voranmeldezeitraum für die Umsatzsteuer. Wenn du also im März eine Rechnung schreibst, die du erst im September bezahlt bekommst, dann zahlst du die Umsatzsteuer für diese Rechnung nach Sollversteuerung halt für den Voranmeldezeitraum für März. Also bei der monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung dann meistens im April, also bis zum 10. April machst du die Umsatzsteuervoranmeldung und führst dann die Umsatzsteuer ab. Aber das Geld bekommst du ja erst im September. Und bei der Istversteuerung ist das genau andersrum. Also bei der Istversteuerung oder der Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten zahlst du die Umsatzsteuer erst dann, wenn, ja auf gut Deutsch gesagt, du die Kohle auf dem Konto hast. Das heißt, wenn du die Gelder vereinnahmt hast, deswegen nach vereinnahmten Entgelten. Also bei meinem Beispiel würdest du dann die Umsatzsteuer erst dann ans Finanzamt abführen mit dem Voranmeldezeitraum für September. Also am 10. Oktober die Voranmeldung, die monatliche Umsatzsteuervoranmeldung würdest du dann abgeben und dann würdest du damit erst die Umsatzsteuer abführen. Das führt nämlich bei so einem großen Auseinanderfall von Rechnungsdatum und Zahlungsdatum dazu, dass man unter Umständen nach der Sollversteuerung ständig Geld fürs Finanzamt auslegt. Weil du jetzt bei einer 50.000 Euro Rechnung schon 9.500 Euro ein halbes Jahr vorher ans Finanzamt bezahlen musst, bevor du das Geld überhaupt bekommen hast. Und das ist natürlich, wie soll man sagen, ungünstig. Und deswegen gibt es eine Vereinfachungsregelung für kleine Selbstständige. Klein muss man so ein bisschen in Anführungszeichen stellen. Das heißt, wer hat eigentlich die Möglichkeit, diese Istversteuerung zu wählen? Also diese Vereinfachungsregelung. Das sind einmal Freiberufler. Freiberufler vollkommen unabhängig von ihrer Höhe, ihres Umsatzes oder ihres Gewinns. Deswegen mein Beispiel mit Architekt. Architekten sind Freiberufler. Der hatte dieses Problem nämlich nicht, weil er Freiberufler war. Also vollkommen egal, wie viel Millionen der an Umsatz und Gewinn macht, der darf immer die Istversteuerung wählen und damit die Umsatzsteuer immer dann abführen, wenn er sie selber schon bekommen hat. Bei Gewerbetreibenden muss man sich das ein bisschen genauer anschauen. Ob Gewerbetreibende nämlich die Istversteuerung wählen dürfen, ist abhängig von ihrem Umsatz des Vorjahres. Und da muss der Umsatz unter 800.000 Euro liegen. Diese 800.000 Euro wurden übrigens erst 2024 beschlossen. Vorher waren es 600.000 Euro. Das heißt, wenn du da noch irgendwo andere Quellen liest, es gelten ab 2024
800.000 Euro. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie macht man das? Also wie kommt man denn an die Ist-Versteuerung im Vergleich zur Soll-Versteuerung? Und die Antwort ist im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Also wenn du dich irgendwann selbstständig machst, dann füllst du ganz am Anfang, um dich steuerlich zu registrieren, den sogenannten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus. Und da gibt es in dem Bereich Umsatzsteuer die Frage nach der Soll- oder Ist-Versteuerung. Was du jetzt im Anschluss natürlich nicht vergessen darfst, ist, dass du in den Einstellungen von deinem Buchhaltungsprogramm das Ganze auch noch einstellst. Denn das ist nicht etwas, was du quasi in der Buchhaltung ständig beachten musst, sondern das ist etwas, was du einfach in den Einstellungen von deinem Buchhaltungsprogramm einmalig einstellen musst. Und das Buchhaltungsprogramm muss ja wissen, wann quasi die Umsatzsteuer auf die Umsatzsteuervoranmeldung gesetzt werden. Ob das zum Rechnungszeitpunkt oder zum Zahlungszeitpunkt passiert. Und bei LexOffice sieht das so aus, blende ich auch gerne einmal ein. Das heißt, da kannst du das Ganze einfach einstellen. Das ist einfach nur einmal einen Haken setzen und mehr musst du denn da auch nicht machen. Und dann zahlst du die Umsatzsteuer entsprechend später. Und wenn du jetzt merkst, oh Mist, ich bin ja unter den Grenzen, ich habe aber bei der Anmeldung den Haken irgendwo falsch gesetzt, was kannst du denn dann machen? Dann kannst du tatsächlich auch später ganz einfach tatsächlich noch die Ist-Versteuerung wählen und zwar einfach durch ein formloses Schreiben. Also formlos bedeutet, es gibt kein Formular, sondern da reicht in der Regel eine einfache E-Mail oder ein einfacher Brief, wo du dem Finanzamt einmal mitteilst, dass du jetzt bitte nach Ist-Versteuerung versteuern möchtest und ja, als Freiberufler musst du nicht zusätzlich ergänzen, als Gewerbetreibender solltest du einmal deine Umsätze nachweisen, um wirklich zu zeigen, dass du unter diesen 800.000 Euro Umsatz bist. Ja, und dann bekommst du nach wenigen Tagen, Wochen eine Bestätigung vom Finanzamt und dann versteuerst du einfach nur noch nach vereinnahmten Entgelten. Was in diesem Kontext noch wichtig zu erwähnen ist, du musst diese Grenze tatsächlich während deiner laufenden Geschäftstätigkeit auch gar nicht im Blick behalten, weil das Finanzamt dich aktiv darauf hinweist. Das heißt, faktisch läuft es so, dass wenn bei dir alles super läuft, dann bist du irgendwann mal über 800.000 Euro Umsatz. Das heißt, du bist über der Grenze. Das musst du nicht selbst kontrollieren und dann selbst von dir aus am Januar des folgenden Jahres plötzlich Sollversteuerung anwenden, sondern das Finanzamt fordert dich auf. Aber das Finanzamt weist dich halt nicht aktiv darauf hin, wenn du unter den Grenzen bist und trotzdem freiwillig den Standardfall gewählt hast. Wenn du zu dem ganzen Thema noch Fragen hast, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du jetzt Hilfe brauchst bei deiner Buchhaltung, dann solltest du dir einen Steuerberater suchen oder du nimmst, und das ist der erste Schritt meistens, ein professionelles Buchhaltungsprogramm. Zum Beispiel LexOffice. Ich benutze selber LexOffice für meine Buchhaltung und du findest alle Informationen und alle meine Empfehlungen dazu einmal unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke diese aber auch alle noch einmal hier. Oder du schaust jetzt erstmal ganz entspannt die anderen Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.